Im nächsten Jahr feiert oder begeht Oberösterreich den 150. Todestag von Adalbert Stifter. Wie groß war denn sein Wirken bildungs- und kulturpolitisch in Oberösterreich? Ich denke, es ist ein umfassendes Wirken und wir müssen uns wirklich vor Augen führen, in welcher Situation das alles entstanden ist. Stifter ist, man darf nicht sagen, universal Gelehrter oder universal Genie, aber er ist ein Mann, der ungeheuer viel in Bewegung gebracht hat, in Oberösterreich, für Oberösterreich, und zwar in einer nachhaltigen Art und Weise. Er war der oberste Denkmalschützer des Landes, also der Landeskonservator, bevor es das überhaupt, ich sage jetzt amtlich festgeschrieben, gegeben hat. Er war der oberste Landesschulbeamte, der sich extrem um Bildungsaspekte und zwar auf dem Land bemüht hat. Er war der Gründer, Initiator des Oberösterreichischen Kunstvereins, also einer bürgerlichen Kunstbewegung, die darauf ausgerichtet ist, die zeitgenössische Kunst zu unterstützen. Und gleich als nächsten Schritt, er war der Gründer der Oberösterreichischen Landesgalerie. Und das muss man sich vorstellen, das ist vor 150 Jahren die erste Institution zur Förderung der Gegenwartskunst, die von der öffentlichen Hand finanziert worden ist, als, ich sage es auch hier wiederum, der große Gedanke, Kunst für alle, um ein Schlagwort der 1970er Jahre herzunehmen. Natürlich noch nicht für alle, wir sind in der Gesellschaftsstruktur noch nicht so weit, aber der Grundgedanke war in jedem Fall gegeben. Und dann ist er selber als bildender Künstler tätig, als Schriftsteller tätig, als Kunstkritiker tätig, in der Kunstvermittlung tätig. Also jemand, der sich in umfangreicher Weise darum bemüht, dass der Kunstbegriff von einer elitären Situation der früheren Jahrhunderte, von einer Situation, die ausschließlich, muss man ja sagen, auf den wirtschaftlich erfolgreichen, sprich Landbesitzer, Adeligen, Großbürger ausgerichtet war, sich immer weiter emanzipiert hin zu, ich sage, sehr vielen Menschen, die hier Anteil haben können und sollen. Welchen Anteil hatten da öffentliche Gelder, welchen Anteil hatten da staatliche Gelder, als Stifter wirkte? Ja, die Revolution war ja wirklich die, dass die Landesgalerie als Landessammlung begründet wurde, mit dem Auftrag, regelmäßig zeitgenössische Kunst anzukaufen, und zwar als Grundüberlegung einer staatlichen Gemeinschaft. Also hier wirklich eine Art Verpflichtung, dieses Gemeinschaftsdenken daraus zu machen, um klar zu sagen, die große Kraft der Kunst, die große Bedeutung der Kunst ist eine, die auf möglichst breiter Basis zur Verfügung gestellt werden muss. Man hat dafür auch gleich Orte definiert, hier im Landhaus zum Beispiel, in Linz. Man hat dann eine große Sammlung aufgebaut. Der Kaiser hat sogar einen eigenen Bereich von Gemälden aus seiner Sammlung für diese Sammlung nach Linz zur Verfügung gestellt. Also ich denke, hier ist unendlich viel an visionärer Arbeit geleistet, die also nur ein künstlerisch sensibler Mensch auch zustande bringen kann. Und auch ein Mensch, der vielleicht selber weiß, was es bedeutet, gegen die Stände, gegen den eigenen Stand oder den auch zu überkommen, sich besser zu stellen, aber auch immer wieder durch das Prekariat eigentlich durchzugehen, weil Stifter hat ja selbst auch immer wieder große Geldnöte gehabt und war in einer gewissen Art und Weise auch abhängig quasi vom Staat vielleicht. Ja, vielleicht weniger vom Staat, sondern einfach in einer prekären Projektsituation. Also von einer kleinen Anstellung zur anderen, Hauslehrerfunktionen etc. Also aus kleinen Verhältnissen sich geistig emporarbeiten mit allen auch geistigen Hindernissen, die er aber immer wieder souverän überwunden hat. Denn wenn wir nur ein bisschen hineinschauen in sein Werk, gibt es Aspekte, die heute so aktuell sind wie vor über 150 Jahren. Ich sage jetzt, aus meinem Leben ist eine meiner Lieblingsschriften, ein kurzer Text, der von unterschiedlichsten Erfahrungen berichtet, der von Erfahrungen im Mutterleib berichtet und der, und jetzt wird es einfach interessant, von einer beständigen Wachstumsmöglichkeit des Menschen berichtet. Also das heißt, jeder Mensch kann durch Bildung und durch bewusst getroffene Entscheidungen sein Leben verändern. Und hier ist es einfach ganz, ganz wichtig, an diese Progression immer wieder zu arbeiten. Heute
als ich mein Lehramtsstudium absolviert habe, haben wir bei der pädagogischen Lehramtsprüfung noch gelernt, also dass am Anfang noch sehr viel mehr die Umgebung wichtig ist, aber quasi in der zweiten Lebenshälfte dann die Gene schlagend werden. Heute wissen wir, dass die Gene selbst veränderbar sind. Also im Laufe eines Lebens verändern sich die Gene. Und jeder Mensch kann wachsen und er kann es über Bildung und er kann es über Konfrontationen mit neuen kreativen Möglichkeiten und Entscheidungen. Und hier hat Stifter mit dieser Schrift schon quasi prophetisch etwas formuliert. Zweiter Aspekt, dieses berühmte sanfte Gesetz. Wir haben hier eine Formulierung für uns, die den Menschen eben nicht als Monade sieht, als egoistischen, egozentrischen Einzelkörper, der also nur schaut, wie er am besten selber durchkommt. Also ich sage es jetzt sehr salopp, welcher Partei trete ich bei, um am besten vorzukommen, wann wechsle ich die Partei, weil das für mein Fortkommen wichtiger ist. Was sind Freunde, Bezugspunkte, socialize mit wem, etc., etc. Er formuliert ein Gesetz, das, oder er nimmt Bezug eben auf ein Gesetz, das den Menschen immer in Bezug zu anderen Menschen sieht und ihm auch die Aufgabe zugibt, nicht nur am eigenen Wohlbefinden zu arbeiten, sondern immer zu bedenken, dass das eigene Wohlbefinden vom anderen Wohlbefinden abhängt. Also so quasi das, was ich für den anderen tue, was ich mit den anderen tue, immer Auswirkungen, sei es auf mein Leben hat, aber auch auf das insgesamt. Das heißt, auch der kleinste Aspekt des Guten, des Förderlichen, des Aufbauenden ist einer, der eine große Auswirkung auf alles hat und genauso das Negative. Alles, was eingespart, eingestampft, zurückgeschnitten, verkleinert wird, hat Auswirkungen auf das Insgesamt. Es ist immer müßig, wenn man jemandem Dinge in den Mund legt, die er so nicht gesagt hat, aber könnte man als Stifters Wirken und Werken ableiten, eine Stellungnahme zu einer Gesellschaft, die in Bildungs- und Kulturfragen spart und nicht investiert? Also das ist rückwärtsgewandte Science Fiction. Ich denke nur, dass seine Position und sein Werk sehr klar für ganz andere Botschaften steht. Und es ist dann schon für einen kulturell halbwegs wachen Beobachter sehr seltsam zu sehen, wenn eine Figur auf der einer Seite auf ein Denkmal gesetzt wird, immer wieder zitiert wird, immer wieder als Säulenheiliger gleichsam einer Landesidentität, einer kulturellen Landesidentität zitiert wird. Wenn aber genau die Position, wofür dieser Mensch steht, wofür er ein Werk geschaffen hat, wofür er ein Leben lang bis zum Tode, ja auch dem gewaltsamen Tode gekämpft hat, wenn also all diese Werte so scheibchenweise reduziert werden, scheibchenweise zurückgesetzt werden, ohne, und das denke ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ohne dass hier wirklich von einer alternativen Positionierung die Rede ist, sondern es geht um eine Einsparung per se, eigentlich um eine Form von Gewaltanwendung, um der Gewalt willen, weil hier ja nichts Positives dann dahinter steht. Also es gibt hier keine andere Vision oder keine Entwicklungsperspektive, die in eine andere Richtung weisen würde, sondern es geht nur darum, klein zu kriegen. Und da würde ich schon ganz klar sagen, dass man hier auch im Sinne des sanften Gesetzes sich der eigenen Verantwortung als Teil dieser Gesellschaft bewusst sein muss und auch ganz klar formulieren muss, was ist mir wichtig, worum geht es mir? Politische Entscheidungen, die wenig zukunftsorientiert sind, die auf Budgetkosmetik im aktuellen Kontext ausgerichtet sind, aber keine Nachhaltigkeit haben, im Gegenteil, eigentlich mehr Kosten dem Steuerzahler, sprich mir, sind mehr als dringend zu hinterfragen. Strukturen der Entscheidungsfindung, die so auch im Sinne des sanften Gesetzes Auswirkungen auf ganz viele Menschen haben, aber von ganz wenigen, die sich glauben, hier herausnehmen zu können. Ich denke,
dass Herr Stifter seinen Kopf massiv schütteln würde.